Am 20. Juni ist Sommeranfang. Dann scheint die Sonne stark und kräftig vom Himmel. Durch UVA- und UVB-Strahlung treten Hautschädigungen auf. Die UVA-Strahlung geht tief in die Hautschichten und ruft Hautalterung hervor. Die UVB-Strahlung ist für einen Sonnenbrand verantwortlich. Um den Strahlungen präventiv zu begegnen, ist Sonnenschutz wichtig. Es gibt chemische Lichtschutzfilter und mineralische Lichtschutzfilter. Die chemischen Lichtschutzfilter absorbieren die Strahlung, wandeln die Energie in Wärme um und die mineralischen Lichtschutzfilter reflektieren die Strahlung. In der Sonnenapotheke Wismar erhalten Kundinnen und Kunden eine umfassende Beratung zum richtigen Sonnenschutz. Die Eigenmarke La Mara bietet eine umfassende Produktauswahl. La Mara hat wirklich nur Lichtschutzfaktor 30 und 50, weil alles andere macht keinen Sinn. Es gibt ganz herkömmlich Sonnenmilch, dann Sonnencreme fürs Gesicht. Die ist von der Textur her nochmal ein bisschen feiner. Da sind pflegende Sachen drin, wie Hyaluron nochmal. Und da sind keine Kriechstoffe drin. Das heißt, das kann nicht ins Auge kriechen, wenn es vielleicht jetzt gerade sehr windig ist. Gerade bei Personen mit onkologischen Erkrankungen ist Sonnenschutz extrem wichtig. Einige Wirkstoffe der Chemotherapie machen die Haut wesentlich empfindlicher auf die Sonneneinstrahlung. Der Sonnenschutz sollte möglichst leicht von der Textur her sein, keine reizenden Stoffe enthalten wie Duftstoffe oder Konservierungsmittel, die irgendwie in Verdacht stehen, die Haut zu reizen. Genau, Lichtschutzfaktor 50 ist dabei ein Muss. Alles darunter bringt einfach nicht den Nutzen, den man haben möchte. Zusätzlich sollte man besonders darauf achten, dass Lippen und Augen besonders empfindlich sind. Also auch auf den Lippen ein Produkt auftragen und wenn möglich eine Sonnenbrille tragen, die wirklich die Augen ringsrum umschließt. Für alle Menschen gilt: Mittagssonne meiden, alle 2 Stunden eincremen. Kinder am besten mit einem wasserfesten Sonnenschutz. Hierbei ist wichtig: Lichtschutzfaktor 30 oder 50 mit UVA- und UVB-Filter. Und aufgepasst, die Strahlung geht auch durch Glas- und Fensterscheiben. Wenn diese einfachen Regeln beachtet werden, kann der Sommer in vollen Zügen genossen werden.